Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren How-To-Tutorial. Mein Name ist Jens Bayer und in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man in Moodle im universellen Textfeld eine Datei verlinkt. Ja, ich bin schon häufiger gefragt worden, ob man in dem universellen Textfeld nicht auch Dateien verlinken kann. Und das will ich mal hier kurz zeigen und füge dafür ein universelles Textfeld ein. Und immer dran denken, im einfachsten Fall einfacher Text auswählen und dann geht es eigentlich relativ einfach und zwar über die Funktion hier mit dem Link. Und dieser Link muss ja nicht immer irgendwie ein Video oder eine Website oder sonst was sein, sondern es kann auch eine Datei sein, die wir auswählen, entweder von Dateien, die wir schon in Moodle hochgeladen haben oder aber die wir jetzt noch neu hochladen möchten vom eigenen Rechner. Da gehe ich auf Datei auswählen, wähle die entsprechende Datei, lade sie hoch und habe dann hier den Link drin. Das ist jetzt allerdings die Möglichkeit, die gut funktioniert, aber das ist jetzt nicht ganz so schön. Man könnte das auch ein bisschen anders machen. Ich zeige noch mal eine andere Variante. Wenn ich jetzt hier einen Text eingebe, der das Thema ankündigt und markiere mir das dann und gehe dann auf Verlinkung und gehe dann auf Datei auswählen, nochmal auf Datei auswählen und hole mir dann die entsprechende Datei. Lade sie hoch und habe dann hier den Link direkt unter dem Text. Und wenn ich jetzt auf Speichern zum Kurs gehe, dann habe ich hier in diesem Abschnitt beide Links. Einmal den, der nicht ganz so hübsch aussieht und hier der etwas aussagekräftigere. Sobald ich da drauf gehe, öffnet sich das dahinterliegende PDF-Dokument und die Schüler können dann damit arbeiten. Ja, das war's auch schon und ich wünsche viel Spaß beim selber Ausprobieren.